Hey Leute, und willkommen zurück zu Dragon Ball Legends. Oh ja, nein, ich hätte fast nicht Xenoverse gesagt. Legends, Leute, ein neues Update, mega nice. Und ich sterbe. Es ist so warm. Oh Gott. Entschuldigung, wenn ich heute ein bisschen beschissen aussehe. Morgen werde ich genauso beschissen aussehen, da ich das zweite Video für morgen ja heute auch schon aufnehmen muss. Also entschuldigt, wenn ich ein bisschen kacke aussehe. Aber wir schaffen es, Leute. Wir überleben diesen Sommer, der einfach gefühlt zu warm ist, und gehen jetzt ins Update. Leute, ich hoffe, ihr seid bereit. Wir beginnen, Leute, mit der Story. Dem wohl möglichst, ja, dem größten neuen Ding wahrscheinlich. Und zwar, in der Story gibt es nun Buch Nummer 2. Leute, ich habe schon alle durchgesuchtet natürlich. Hier, Buch 2, Kapitel 1 bis Buch 2, Kapitel 12. Ich habe das alles schon durchgespielt, wie ihr seht. Und das ist auch der Grund, warum ich schon Larry fucking 65 bin. Alter! Haut doch mal gerne in die Kommentare, welches Level seid ihr jetzt? Das Video nehme ich ja quasi jetzt auf. Bei mir ist gerade 15.30 Uhr. Mal schauen, wie schnell wir sind, das Video hochzuladen. Also, Level 65, wie hoch seid ihr, Leute? Ich bin gespannt. Und ja, neue Kampagne, ganz viele neue Sachen. Reward-mäßig hat sich nichts geändert. Weiterhin 4 Sterne und 3 Sterne Seelen hier zu farmen. Auch 2 Sterne natürlich. Und weiterhin auch die Super-Seelen. Bei den Challenges nichts Spannendes dabei, alles ganz normale Challenges, immer mit den 3 Kristallen, aber kann man mal mitnehmen, ne? Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und vor allem, wenn ihr die ganze Mission hier abschließt, bekommt ihr auch noch einen Arsch voll EP und ein bisschen Zeitkristalle, darf man auch nicht vergessen. Darf man nicht vergessen, Leute. Dann, im PvP! Jetzt habe ich was übersprungen, egal. Im PvP hat eine neue Season begonnen. Ich wurde zurück runtergestuft auf Rang 30 und es hat sich wieder einiges geändert, und zwar die Charaktere, die nun mehr Punkte geben, wenn ihr gewinnt im Ranked, ich bin jetzt echt nicht sicher, mehr Punkte geben, wie ihr seht, sind nun die Cyborgs. Was lustig ist, C17 in Sparking und C18 in Sparking und auch Extreme C18 geben wenig Punkte. Wenn man sich ansehen, zum Beispiel Dr. Gero in Extreme plus 20% mehr Punkte und deren Hero plus 30% ist schon einiges. Das sieht man schon, ich glaube, das ist Absicht. Denn C17 ist mega stark, wirklich stärker als Brody. Und den haben so wenige, tippe ich mal drauf. Oh, sie haben sich gedacht, der arme Black Rabbit hat schon 14.000, 15.000 Zeitkristalle ausgegeben. Hat keinen C17, keine C18 Sparking. Wir machen mal die Prozente niedriger. Kann auch sein, ne? Kann auch sein. Also ja, das ist neu hier. Und es gibt ja auch ein neues Item zu bekommen. Das kann man sich bei den News mal kurz ansehen. Und zwar im PvP. Wo steht's denn? Da steht's. Gibt es nun ein neues Ausrüstungs-Item. Und zwar das hier. C20, Leute. C20. Und man sammelt auch Teile für C18 Extreme. Mega nice. Spiel PvP, Leute. Das ist wirklich geil. Dies ist eine so starke Heldin. Meiner Meinung nach, in einem Cyborg-Team muss die drin sein. Sie ist grün und sie ist verdammt stark. Also ja, die bekommt man und dieses neue Ausrüstungsteil auch nicht schlecht. Vor allem der Crit-Wert, Leute. Der Base-Crit-Wert erhöht sich um bis zu 17%. 17,5. Mega nice. Ja, das ist auch neu. Dann, was noch Neues in der Story. Es gibt ein neues Event. Und zwar hier oben gibt es das neue Event auch mit C18. Auch hier könnt ihr Teile für C18 bekommen. Mega nice. Hier in dieser Mission, in der schwersten, es sind 4 Missionen, gehen wir kurz zurück. Es sind 4 Missionen, in der ersten Mission kriegt ihr 5 Teile pro Durchlauf, in der zweiten 10, dritten 15 und in der vierten Mission hier, die ich euch raten würde zu spielen, bekommt ihr 20 Teile. Wenn ihr 100 Teile habt, schaltet ihr den Helden frei und dann mehr sammeln, um die Sterne hoch zu leveln und so weiter. Also ist nicht schlecht und vor allem, Leute, was hier noch geil ist, man bekommt 40 Zeitkristalle, wenn man es schafft, nur mit einer C18-Karte hier zu gewinnen. Habe ich jetzt bei 1500 nicht gemacht und geschafft, also nicht probiert. Aber hier bei Level 600 zum Beispiel habe ich es gemacht. Zack, easy, 40 Zeitkristalle, kein Problem. Und wenn man hier alle Challenges abschließt, pro Mission, gibt es hier zum Beispiel 102 Sterne, grüne, super, normale Seelen. Und hier gibt es 4 Sterne
hundertmal die Seelen. Das ist krass. Also ich würde euch raten, das hier zu versuchen, aber aufpasse, jeder Versuch und jedes Spielen hier kostet 2 Energie. Nicht 1, 2. Ist ein großer Unterschied. Ist wirklich ein großer Unterschied, Leute. Das wirkt sich aus, ne? Was ich immer vergessen habe zu sagen, in den XP-Missionen, die zweite hier, die 5 Energie kostet, kann man so aufspielen am Tag, wie man will. Die untere, die nur 1 Energie kostet, geht nur einmal am Tag. Gibt dafür extrem viel EP. Und beim Zeni genau das gleiche. Gibt dann auch hier, ich glaube, das hier gibt 160.000 XP oder so. Ah, Zeni, ich glaube 160.000. Ist ganz geil, kann man nur einmal am Tag machen. Und das andere, wie gesagt, so unendlich oft, wie man will. Das war neu. Dann kurz überlegen. Auf jeden Fall, bei Summon ist heute da gekommen. Ich hätte es gestern schon machen können, aber heute ist der Tag, wo ich das nächste Mal versuchen kann zu ziehen. Und das ist hier mein zweiter Versuch. Einmal geht's dann noch. Also in vier Tagen kann ich das nochmal probieren. Und ja, es ist quasi meine vorletzte Chance. Das ist die vorletzte Chance, dass wir C17 oder C18 oder Krillin ziehen. Wenn wir es in diesen zwei Packs hier nicht schaffen, also dem heutigen und den in 4 Tagen, dann habe ich Pech. Ich werde hier nichts mehr rausziehen, auf keinen Fall. Ich habe hier 14.000 Zeitgestalte reingeballert und nichts bekommen. Also kein Krillin, kein C18, kein C17. Die bekommen von mir gar kein Zeitkristall mehr, außer den täglichen um 20 Zeitkristalle. Das mache ich immer. Bekomme ich aber meistens Hero-Karten. Und ja, warte, wir werden hier auf Umblick noch ziehen. Wenn wir gleich machen, ich überlege nur ganz kurz, ob ich noch was vergessen habe. Ja genau, eine Sache habe ich vergessen. Und zwar bei den Missionen, Leute. Bei den Missionen gibt es auch was Neues. Für C18 gibt es jetzt kein neues Event, aber es lädt zu lange. Für PvP. Leute, spielt PvP. Hier kriegt ihr wieder arsch viele Zeitkristalle in den Popo geschoben. Ganz viele, wie ihr seht, alles neue PvP-Missionen. Ich werde jetzt wieder einige Kommentare lesen. Rabbit, was ist das super... Was ist das Super Space Time Duell? PvP! Leute, bitte! Einfach nur PvP spielen und diese Mission hier abschließen im PvP. Okay? PvP! Und welche Frage sicher auch noch kommen wird, ist: Rabbit, wo geht die neue Story weiter? Hier auf dem Bildschirm. Rechts unten siehst du, bei mir steht Preview. Wenn ich da drauf drücke, komme ich in das letzte Gequatsche, weil ich schon durch habe. Bei dir da draußen steht neue Mission oder neue Vorschau oder irgend sowas. Da drückst du auf den orangen Knopf drauf und dann geht's ab, Leute. So, aber jetzt gehen wir insammen, drücken drauf und bitte drückt mir die Daumen, dass wir C17 ziehen. Es ist eine garantierte Sparking-Karte. Bei meinem Glück wird es Vegeta, den ich gar nicht spiele. Es ist darin, ich gucke mal kurz rein, C18, C17, Krillin, Goku, Vegeta und das war's. Wir haben Goku auf 5 Sterne, wir haben Vegeta auf 4 oder 5 Sterne und die anderen 3 noch gar nicht. Es wird schwer. Was ich schon langsam glaube, kurz Einwand noch, kann es sein, dass man Sparking-Karten, die man schon hat, öfter zieht, als Sparking-Karten, die man noch nicht hat? Also wir haben schon so oft zum Beispiel eine Pan gezogen. Und Pan ist bei mir auch am höchsten. Und so weiter, ne? Und kann es sein, ist euch das schon mal aufgefallen, habt ihr darüber nachgedacht, dass ihr Karten, die ihr schon am meisten habt, am häufigsten zieht? Kann das sein? Wir werden es herausfinden. Wenn wir Leute, drückt mir drauf, bitte mit mir, dass es C17 wird. Bam. Ab geht's. Ich hoffe es, Leute. Es steht schon mal kein Download da. Meine Vegeta-Vorahnung wird sich bestätigen. Und viele sagen ja, das Download hat nichts zu sagen. Ich finde schon. Morgen übrigens, Leute. Morgen kommt ein Video. Da sehen wir uns an. Die ganzen Animationen hier. Es gibt ja Möglichkeiten, dass so wie ein Unentschieden, dann mit dem Planeten Namek, mit dem zerstörten Namek und genau das hier kann auch passieren. Diese ganzen Drop-Chancen, ich hab's doch gesagt, ich hab's gecallt, easy. Easy, wusste ich doch, dass ein Vegeta zieht. Ich wusste doch. Vegeta geht noch auf 5 Sterne. Jetzt haben wir haben, Leute, denkt drüber nach. Wir haben den gelben Son Goku, den man da rausziehen kann, 5 Sterne. Wir haben diesen Vegeta, den man rausziehen kann, 5 Sterne. Wir haben noch nie einen Krillin gezogen, nie einen C17, nie 1918. Ich wollte es nur mal erwähnen, dass ich denke, dass man die Charaktere häufiger zieht, wenn man sie schon hat. Ist so meine Meinung. So fühlt es sich an. Es fühlt sich nicht gut an. Gerne mal einen Daumen nach oben da lassen für den armen Rabbit, der schon wieder einen Vegeta gezogen hat. Das ist ein Zeichen, dass ich ihn auch unbedingt auf Level 1500 bringen muss. Und ja, sonst war nicht viel Neues, aber ich finde cool, neue Kampagne, neue C18-Mission.
dass man sie dort farmen kann und dazu noch im PvP farmen kann. Leute, also macht das unbedingt. Holt euch C18 in der grünen Extreme-Version. Ich finde die nämlich viel besser als die gelbe, meine Meinung. Und ja, Leute, ich wünsche euch viel Spaß. Morgen, wie gesagt, sehen wir uns dann an. Diese ganzen Drop-Chancen und so weiter und diese ganzen, was das zu bedeuten hat, wenn Goku Saiyajin wird, wie hoch dann die Chance auf welche Karten ist und so weiter. Sehen wir uns morgen alles an und ich hoffe, es gefällt euch. Und ja, Leute, ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Update. Lasst ein Abo da, um nichts zu verpassen. Und eins noch am Ende, Leute. Der zweite Teil von unserem Dragon Ball, ne? Dragon Ball Super Card Game Opening ist gestern online gekommen. Weil ich mich nicht vertue. Schaut da unbedingt rein, das ist so ein geiles Kartenspiel. Ich wünsche euch viel Spaß noch. Haut rein, schmilzt mir nicht weg und ciao.